Morgen. Weiß ich jetzt schon, wenn wir gewinnen. Wir sind nicht schlechter. 100% nicht. 100% nicht. Tagesform wird morgen entscheidend sein. Gut schlafen, gut essen, gut trinken und dann können wir die weg. Okay? Den Rest machen wir morgen. Das war mal Ronas. Ein Bein noch, jetzt schon Gänsehaut. Soll das morgen werden? Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Yeah.
stellt sich wieder hin, ey. Ganz ehrlich. Thank you.
eigentlich. Das ist. Kann man nicht sehen. Richtig so. Richtig so. Komm, wirklich. Hab da alles probiert. Thank you.
Ja, Sebastian Patzler bei uns nach der 0:1 Heimniederlage gegen Rot-Weiß Essen. Erstmal, wie war es heute wieder für dich, in der Kiste zu stehen, vor der Kulisse? Du bist ja bekannt dafür, dass du hier Spaß hast vor den Zuschauern. Das auf alle Fälle. Ich glaube, der Grund, warum man Fußball spielt, ist immer vor Zuschauern. Es macht einfach unfassbar mehr Spaß, wenn viele da sind, viele Emotionen von den Rängen auf den Platz kommen und andersrum. Deswegen spielt man Fußball. Und dann heute dieses Highlight wieder spielen zu dürfen, bedeutet mir viel. Hat mich sehr gefreut, dass ich die Nachricht erhalten habe. Und ja, einfach schade, dass wir es am Ende nicht gewinnen konnten. Aber von der Atmosphäre, von dem ganzen Drumherum, denke ich, und von dem Auftritt unserer Mannschaft können wir, glaube ich, zufrieden sein. Ja, auf der Tribüne sagten ein paar, man hat nichts vom Klassenunterschied gemerkt. Und sagtest du gerade, wir waren voll drin, gerade nach der Halbzeit, da ging es richtig los. Was ist passiert in der Halbzeit? Ja, wir haben einfach 1, 2, 3 Dinge angesprochen, die wir vielleicht ein bisschen besser machen wollten. Das hat dann funktioniert und ja, wir hatten ein bisschen einfach Pech heute im Abschluss oder sagen wir mal kein Glück, dass nicht irgendein Ball mal über die Linie geht. Ich glaube, wenn wir das erste Tor machen, dann wird es ganz schwer für Essen. Ansonsten können wir uns heute wirklich nichts vorwerfen, außer dass wir das Tor nicht gemacht haben. Vielen Dank für die genommene Zeit und jetzt schon unter die Dusche bitte. Sehr gerne. Dass du wieder spielen kannst. Ciao, ciao. Ja, Leon Schwers bei uns nach dem 0:1 in Rot-Weiß Essen. Ja, fass das Spiel doch mal zusammen. Eigentlich kein Klassenunterschied gewesen in meinen Augen, oder? Nee, ich denke, wir haben das einfach gut gemacht. Wir waren mutig, wir haben Fußball gespielt. Wir haben teilweise hochgepresst. Natürlich kannst du nicht 90 Minuten komplett hochpressen. Aber für meine Verhältnisse war es jetzt nicht so, dass Essen eine Klasse höher spielt als wir. Wir hatten die bessere Spielanlage, wir haben bessere Staffetten drin gehabt. Deswegen waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, würde ich mal behaupten. Ja. Du bist jetzt schon was länger hier. Heute mega viel Zuschauer, super Atmosphäre. Wie war das für dich? Das sind immer so ein paar Prozent, die mehr bei euch rausgekitzelt werden. Ich meine, ihr seid immer super motiviert, aber... Ja, natürlich. Das ist immer schön. Das macht ja natürlich Spaß. Und das macht nicht nur für uns Spaß, sondern auch für die Fans, die regelmäßig hier drin sind. Weil dann ist die Stimmung einfach nochmal ein Stückchen besser. Und so pusht man sich einfach gegenseitig. Und ich denke auch einfach, dass die Mannschaft sich das nach der Serie auch wieder verdient hat. Wir sind natürlich in die Saison schwierig gestartet. Da kann ich verstehen, dass die Fans nicht so glücklich darüber waren. Aber im Endeffekt, wir haben eine gute Saison bis jetzt gespielt. Dann hoffen wir Samstag auf den nächsten Sieg und dass vielleicht wieder genauso viele Zuschauer kommen. Schönen Abend. So sieht's aus, danke. Sebastian Müller bei uns nach der Pokalniederlage gegen Rot-Weiß Essen. Ja, vorher wurde viel gesprochen über ein Kampfspiel. Ich glaube, das war das Kampfspiel. Wir haben es angenommen. Fass nochmal das Spiel bitte kurz zusammen, wie es gelaufen ist. Ja, es war definitiv ein Kampfspiel, ne? Und wie du schon sagst, wir haben das sehr gut angenommen. Wir haben das aber auch fußballerisch, denke ich, gut gelöst. Und es fühlt sich ein bisschen surreal an, jetzt hier als Verlierer zu stehen, weil wir sicherlich die bessere Spielanlage hatten und auch deutlich mehr Abschlüsse. Und das fühlt sich sehr, sehr komisch an, jetzt hier als Verlierer zu stehen. Ich kann es gar nicht richtig wahrhaben, wenn ich ehrlich bin. Ja, du sprichst das gerade an. Du stehst als Verlierer da. Ihr wurde trotzdem gefeiert von den Fans nach dem Spiel. Wie wichtig ist das gerade für die Mannschaft, dass die Stimmung trotzdem positiv eigentlich ist am Ende, trotz der Niederlage? Ja, ist natürlich absolut geil. Wir haben jetzt die letzten Wochen super viel Pech gehabt, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Aalen, Gladbach heute und trotzdem waren die Fans immer da. Heute natürlich nochmal richtig viele Fans. Das tut natürlich richtig gut und wie die uns nach vorne gepeitscht haben und auch nach der Niederlage trotzdem da stehen und uns feiern, ist natürlich überragend. Dann hoffen wir, dass es Samstag so weitergeht und dass du wieder als Gewinner hier stehst. Ja, hoffen wir. Schön unter die Dusche. Schönen Abend noch. Jetzt wird's eng hier. So wie ihr im Spiel organisiert seid, so geht es auch hier, ihr Nüsse. Als zweite Halbzeit, RW war da in Ordnung. Das war sehr gut. Leider kein Tor gemacht, ne? Ja, hätten das geschafft, hätte ich ein Frühstück ausgegeben. So brauche ich das nicht. Richtig so. Hallo Kamera. Hallo Kamera. Moin, Mann. Jubel! Schade, war aber. War auch nicht so weit weg wieder, aber. Nee, war knapp dran. Und wäre der Ausgleich gefallen, wäre die zweite Bedingung auch eingetroffen, da bin ich mir sicher. Ja, sag ich auch, aber. Aber Marco hat stabile Leistung gemacht, wunderbar. Ja. Hast du auch gesehen, dein Trikot an dem Abend, direkt bei eBay das teuerste, ne? Ich hab gelesen, von hinten.
Entschuldigung, Herr Stiepermann. Bitte? Herr Stiepermann, ja. Letzte Worte vor Köln. Ja, wir gehen morgen voll auf 3 Punkte. Ist viermal nicht gewonnen. Ohne Marco. Marco, komm bitte kurz. Komm bitte kurz. Komm mal bitte kurz hier, Bruder, ja. Nicht du, der Stiefi. Aber ey, sorry. Nee, ich meinte Königs. Okay, scheiße, okay. Ich wollte gerade loben. Ohne Stiefi wird schwer morgen. Er könnte so eine Influencerin sein, die irgendwie so Popo und Kamera zeigen wird. Richtig. Basti? Entschuldigung, Basti. Du hast wie immer das letzte Wort? Ja. Hast du auch Bock auf morgen? Nein. Trinken wir gleich ein Bier? Ja. Darfst du morgen wieder ran? Weiß nicht. Werden wir sehen, oder? Aber generell darfst du wieder. Sperre ist weg. Alles auch gut. Also, dann drücken wir die Daumen. Ich nicht. Alle. Dankeschön, dankeschön. Ich hoffe. Du darfst nicht, oder? Ja, ich bin schwer. Weißt du schon, wie lang? Nee. Keine Ahnung. Ja, also ich fand es sah nicht so heftig aus. Ganz ehrlich, ich treffe ihn mit der Seite. Es war, für mich war das so eine gelbe Karte voll Arsch, weil ich ihn nicht sehe. Und als ich ihn sehe, ziehe ich auch noch zurück, das sieht man auch. Aber was der geschrieben hat, da war es schon. Was glaubst du, wie viel kriegst du? Zwei, glaube ich, auf jeden Fall. Trotzdem toi toi toi, Jungs. Köln von rechts nach links. Peitz will direkt mal Güler schicken, der im Abseits war. Serhat Semigüler als Stoßstürmer, der Topscorer der Regionalliga mit 22 Scorerpunkten. Jetzt die Möglichkeit zum 1:0 Patzler. Starke Parade von Sebastian Patzler. Ja, Patzler! Zweitliga, Drittliga erprobt. Güler, Hanke. In der Mitte ist Tobias Peitz und der ist ja frei wie sonst was. 1:0 für den Wuppertaler SV. Heißt sich Papa! Yeah! Immer noch! Perfekte Position. Mitte, 16,57 Meter vor dem Tor. Und dann fliegt der Ball in die Mauer. Und es gibt den Elfmeter. Und Geld für Tobias Peitz. Von hier oben schwer zu sehen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir da nochmal drauf gucken können. Das habe ich auch so selten gesehen, dass man dann, also wenn du nicht ganz klar so machst, irgendwie, ja, oder dass so. Sie hier, vor allem geschützt in der Mauer, also Also wenn sie die Chance nicht nutzen, die Kölner, Joshua Schlürten gegen Sebastian Patzler und den nagelt er da rein und das ist der verdiente Ausgleich. Ja! Thank you.
Weiter, weiter, komm! Ja, aber was willst du mitnehmen davon? Was willst du davon? Davon gar nichts. Jombe wieder mal da gewesen. Pierre Jombe macht ein gutes Spiel da auf der rechten Defensivseite der Kölner. An dem langen Ball auf Suchanek. Und das 2-1 für die Kölner Mittelstädt. Und das haben sie richtig stark ausgespielt. 67. Minute. Kommen wir weiter! Hagemann gegen Najombe. Hagemann, das ist der Elfmeter. Und da habe ich ihn gerade gelobt, den Pierre Najombe. Und dann ist es der klare Elfmeter, ja. Saisontor Nummer 4, Fragezeichen? Ja! Roman Prokop mit dem Ausgleich. Thank you.
gekommen, das war wichtig, ja. Aber ihr seht, wir dürfen hier in diesem Moment nicht rein. Guck mal, da sind die Leute, da noch 100 Leute. Wenn wir so weiterspielen, wird es noch weniger. Ich fand das zweite Halbzeit deutlich besser als in der ersten. Ja. Aber wieder ein, zwei Kompromöglichkeiten, die wir zugelassen haben, da waren sie nicht mehr gut. Wir mussten auch mal lernen, auch mal in den Gegenpressen zu gehen, wenn wir einen Ball verloren haben. Dann taktische Fouls zu machen. Aber trotzdem war es wichtig, dass wir mal zugekommen sind. Okay? Kopf hoch und noch, hey, geht weiter. Und alles weiter besprechen. Thank you.